Hallo liebe Camper, herzlich willkommen bei Miga Caravan auf unserem Kanal in Dingisbühl. Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich möchte euch gleich in dem Zuge einen wunderschönen Ostersonntag wünschen und ein ganz tolles Osterfest. Ihr seht, die Halle ist dunkel, klar, Sonntag. Ich bin nur hier, weil ich zum einen das Video machen wollte, um euch Fortschritte von unserem Solartest mitzuteilen, natürlich aber auch den Grundaufbau noch einmal darlegen von unserem Solartest. Wie ist er richtig aufgebaut? Wie funktioniert der Solartest hier bei uns, um ja, so ein bisschen die Skeptiker zu zügeln und euch die richtigen Informationen darzustellen, auch für die, die alle neu dazugekommen sind, natürlich die Informationen zu geben, wie das Ganze hier vonstatten geht. Der Solartest für mich persönlich ganz wichtig, aus folgenden Gründen. Und zwar geht es mir nicht unbedingt darum, die allerbeste Platte oder die schlechteste Platte oder keine Ahnung, sondern für mich geht es einfach schlichtweg darum, wir sind ein Betrieb, der sehr serviceorientiert arbeitet. Ich möchte meinen Kunden nicht einfach nur eine Platte aufs Dach hauen, weil ich die günstig einkaufe, weil ich die vielleicht schon 100 Jahre im Programm habe oder weil ich die vielleicht, ach, keine Ahnung, irgendwas. Ich möchte den Kunden spezifisch auf sein Campingverhalten die richtige Platte bieten. Und dazu muss ich aber für mich auch wissen, wie reagieren denn die verschiedenen Platten bei den verschiedenen Witterungen, bei niedrig stehender Sonne, bei Hitze, bei Kälte, Frühjahr, Winter, Herbst und so weiter und so fort. Und das ist genau der Grund, warum ich eigentlich diesen Test für mich schon mal ins Leben gerufen habe, um ihn einfach den Kunden effektiv, effizient und richtig beraten zu können. Das Ganze dauert, das entwickelt sich. Nicht jeder Kunde hat den gleichen Anspruch. Nicht jeder möchte seinen Thermomix, seine Mikrowelle, seinen Wasserkocher, seinen Toaster autark in seinem Fahrzeug betreiben. Aber auch, es gibt auch Kunden, die das eben wollen und die eben genau diesen Anspruch hegen und vielleicht eine relativ kleine Dachfläche zur Verfügung haben und kein 10 Meter Liner fahren, aber dennoch so viel wie möglich Energie wollen. Die ganzen Spielerchen möchte ich eben mit euch testen und möchte ich euch dann auch zur Verfügung stellen in einer Beratung, in meiner, in Anführungszeichen, Bedarfsanalyse, was für euch genau das Richtige ist und was für euch passend ist. Zu diesem Solartest kommt auch noch eine 200 Watt Solartasche dazu. Die habe ich aktuell gerade da. Da werde ich jetzt nochmals den gleichen Regler organisieren und dann schalten wir die natürlich auch noch dazu. Die schleifen wir noch mit ein. Das wird wahrscheinlich nächste Woche der Fall sein. Und da bin ich jedenfalls auch schon gespannt, was die so macht, weil die natürlich dann ja schräg steht, ausgerichtet ist, wie man eine Solartasche halt dann dementsprechend stellt. Und das wird auch noch eine ganz spannende Sache. Also, jetzt zu den Ergebnissen, zu dem Solartest. Wie schaut das Ganze hier bei uns aus? Und schaut mit, wir gehen das miteinander durch. Also, auf geht's! So, hier sehen wir nochmal unsere Solarplatten für alle die, die neu dazugekommen sind, beziehungsweise die es noch nicht so mitbekommen haben. Hier ist unser Langzeit-Solartest. Hier liegen alle Platten gleichmäßig. Sage jetzt mal für jeden die gleiche Chance. Ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber ich habe mir gedacht, einen Solartest für 365 Tage zu organisieren, aus dem einfachen Grund, da viele immer wieder die Solarplatten einfach mal so kurz in die Sonne halten und dann halt bestimmen, das oder jenes ist gut, der Ertrag ist gut. Ja, das ist natürlich eine gute Erkenntnis, ist auch wichtig, aber nichtsdestotrotz möchte ich hier mal zeigen, wie verhalten sich denn die einzelnen Platten in 365 Tagen? Und ich erkläre es nochmal ganz kurz. Ich fange hier ganz rechts an mit der Backkontaktzelle von SunPower. Hier gehen wir weiter WCS-Modul, Hochvolt-Modul mit 60 Volt, 130 Watt. Hier geht es weiter mit der normalen Activewire von WCS.
Hier geht es dann weiter mit der relativ günstigen Platte oder sehr günstigen Platte, muss man ganz ehrlich sagen. Die liegt, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, 80, 90 Euro, die eigentlich eine große Überraschung ist. Und hier haben wir noch einmal die Büttner Platte, Blackline mit, ich muss nachgucken jetzt genau, habe ja alles notiert in einer Excel-Tabelle. Und auch hier wieder für alle Skeptiker hier mal die Umgebung, da sich alle Platten gleich verschattet, gleich bedienen. Die Kabelquerschnitte sind alle gleich, die Kabellängen sind alle gleich. Und das Ganze geht hier rein. Und jetzt schauen wir hier mal den kleinen wilden Aufbau an. Hier haben wir die ganzen Solarregler liegen. Auch die sind alle gleich. Auch die Querschnitte sind alle gleich. Also hier sieht man, dass es definitiv alles von der Grundvoraussetzung alles identisch ist. Auch für die nächsten Skeptiker, wer denkt, ich kann hier irgendwelche Platten bevorzugen oder benachteiligen, den lade ich auch gern ein, mal hierher zu kommen, was nämlich ein totaler Humbug ist und ein totaler Quatsch ist. Weil erstens mal die Regler zeichnen alles auf, also die kann man nicht betrügen, ich kann ja die Regler nicht letztlich umprogrammieren oder sonstiges, das funktioniert halt einfach nicht. Die Victron-Regler zeichnen das ja auf. Man sieht auch hier an dem Dreck auf den Platten selber, die bleiben hier liegen und die liegen hier wie Sauerbier, da fässt keiner ran, da guckt keiner, da macht keiner. Und zu der Schaltung, ich habe einen 100 Amperestunden Akku dranhängen mit einer Relaisschaltung von Victron Batteriecomputer mit integrierten Lastrelais. Das heißt, ich habe da einen 1500 Watt Wechselrichter dran, der zwischen 30 und 80% den Akku hält. Und dann wird er immer wieder, wenn er 80% erreicht hat, bei 81 schaltet das Relais auf. Die Last fängt an, zieht den Akku wieder leer bis auf 30%. Es funktioniert vollautomatisch. Und somit ist auch immer gewährleistet, dass die Batterie geladen wird. Auch das kann ich euch zeigen und nehme ich euch gerne so, mit. Hier haben wir die Steckdose, die das Ganze regelt. Und hier habe ich den Shunt mit dem Computer, der hier hinten an dem Relais angeschlossen ist. Und somit hier immer, wir haben jetzt vollen Sonnenschein. Wir sehen, was da jetzt gerade aktuell reinkommt, beziehungsweise was drin ist, was rausgeht. Und der Akku hat jetzt gerade 60%. Und letztlich würde er dann wieder entladen werden, wenn er 80 erreicht hat. Und da haben wir dann eben hier einen Zip, hier so einen kleinen Radiator dranhängen, der dafür sorgt, dass dann entsprechend die Wärme wieder abgeleitet wird. Also alles safe, das ist hier alles standardmäßig verbaut und hier klemmt keiner was um, hier programmiert keiner was anders. Und dann habe ich hier meinen kleinen PC stehen, damit wird das Ganze dann ausgelesen und aktuell wird es dann noch händisch in die Excel-Tabelle eingetragen. Die Werte sind natürlich alles nachprüfbar, weil, wie gesagt, die sind ja im Victron Solarregler hinterlegt. Also die können nicht getürkt werden, die sind einfach hinterlegt. Das ist so. Ja, Sinnhaftigkeit dieser Testreihe für mich persönlich ist natürlich rauszufinden, und auch den Kunden die bessere Wahl zu lassen, was möchte er denn für Platte haben. Der eine sagt, ich will so viel wie möglich Power, wie es nur geht. Und der nächste sagt, oh nee, ich fahre nur in Urlaub, mir reicht das Modul oder mir reicht natürlich auch da hinten das Modul, um einfach, weil das Preis-Leistungs-Verhältnis da für ihn okay ist und so weiter. Bloß um namenhafte oder tolle Aussagen treffen zu können, ist eben so ein Test für mich persönlich ganz wichtig, weil ich dann eben sagen kann, die Platte verhält sich so, die Platte verhält sich so, da kriegst du das für dein Geld und da bekommst du das für dein Geld. Eine relativ simple Sache und ja, das ist der Grund, warum ich das so für mich ins Leben gerufen habe und so auch tun werde. Jetzt drehe ich mich mal um und zeige euch auch noch die Verschattung, weil das hier schöne große Wiese ist und auch hier wieder steht unsere Halle und hier liegen die Platten. Das heißt, selbst vom Gebäude her kommt, wenn dann immer, die identische Verschattung
Und die Platten sind auch noch nicht geputzt worden. Auch das möchte ich dazu sagen, weil auf dem Wohnmobil dacht, putzt man ja auch nicht ständig und macht und tut. Und auch das ist hier alles exakt das Gleiche. So, nachdem wir ja jetzt nach außen die Bausituation oder beziehungsweise den Aufbau gesehen haben, ja, gehen wir jetzt mal wieder ins Zahlenwerk. Ich hoffe, es ist wieder alles für euch erkennbar. Und wie ist der Test bis dato verlaufen? Ihr seht hier schon ganz klar an den Zahlen, wie der Test ist. Es hat sich an der Reihenfolge noch nicht viel verändert. Sie sind ein bisschen näher rangerutscht oder zusammengerutscht. Dennoch hat das 130 Watt Modul, das Hochvolt Modul, mit 60 Volt immer noch einen ganz klaren Vorsprung. Also hier haben wir bis jetzt 1322 Amperestunden reingeholt. Das ist natürlich schon beachtlich, 1322 Amperestunden, das ist schon eine Nummer. Bei der ActiveWire liegen wir bei 1222, also auch nicht schlecht, da liegen wir um 100 Amperestunden auseinander. Also das finde ich schon mal ganz beachtlich zwischen den zwei WCS-Platten. Also die sind echt beide sehr, sehr gut. Also muss man ganz klar sagen. Dann haben wir, lasst mich schauen, das Büttner-Modul. Das liegt mit 1186 Amperestunden, sprich mit 15.420 Wattstunden, mittlerweile auf Platz 3, nee, das stimmt nicht ganz, auf Platz 4, weil vorher, weil zwischen die zwei WCS-Module hat sich ja unser JWS-Modul gedrängt mit 1304 Wattstunden. Also ihr seht es hier, 1304 Wattstunden mit 16.960 Wattstunden. Also das ist schon echt ein beachtliches Modul. Immerhin schaffen wir hier echt eine tolle Leistung bei dem JWS-Modul, muss man ganz klar sagen. Also mal umgegrechnet auf die nicht Gesamtleistung, weil die zählt ja nicht, weil wir ja unterschiedliche Leistungsmodule haben, sondern jetzt gehen wir mal pro Watt-Peak runter. Dann liegen wir hier bei dem JWS bei 130,46, also sprich, das sind dann 10 Amperestunden. 10,04, also es ist schon beachtlich, was das kann, also das finde ich schon echt krass, wobei natürlich das Büttner-Modul mit 118,62 und 9 Amperestunden pro Wattpeak ziemlich, ja, nicht so gut abschneidet, muss ich sagen. Da ist das SunPower mit 9,4 Amperestunden, sprich 122 Wattstunden pro Wattpeak, eigentlich schon fast wieder ein bisschen besser. Und dennoch natürlich unschlagbar das WCS-Modul mit 60 Volt, ist halt mal so, die Zahlen sagen so, mit 132,22 Wattstunden pro Wattpeak, sprich 10,17 Amperestunden. Und da hat sich doch tatsächlich das JWS-Modul momentan zwischen den zwei WCS dazwischen gedrückt. Also ich bin einmal gespannt, ob das im Sommer über natürlich auch so ist. Man muss immer berücksichtigen, wir wissen ja jetzt noch nicht, wie verhalten sich die Module wirklich bei strahlender Hitze, wenn da mal wirklich 70, 80 Grad Oberflächentemperatur, die Sonne knallt drauf, 30 Grad im Schatten sind. Da bin ich dann wirklich gespannt, wie das da weitergeht. Das ist der aktuelle vorläufige Test. Ich meine, letztlich haben wir angefangen am 19.02. und jetzt haben wir den 17. April, also wir sprechen jetzt von knapp 8 Wochen. Ist natürlich noch nicht wirklich groß aussagekräftig, was sie natürlich alle gemein haben am 1., 2., 3. April, wo so tiefselig Scheißwetter war, da war natürlich durch die Bank durch 0000, da kam natürlich gar nichts rein. Warum? Von Schnee besteckt, die ganzen Module, da war ja kein Wollen. Also das muss man ja ganz klar sagen.
Aber was mir halt schon immer wieder auffällt, ist, wenn man so die einzelnen Zahlen durchgeht, ich werde die mit Hand an einer Diagramms nur ein bisschen analysieren, da sieht man halt dann schon ganz deutlich, wo letztlich die Stärke liegt. Also hier zum Beispiel das 60 Volt Modul hat hier eine Leistung von 440. 440. Und pro Max, also 440 Wattstunden. Und das ist halt hier in der Reihe schon echt krass. Also das ist halt mit das Stärkste, ne? Und man sieht es auch hier, 610 Wattstunden. Da kommt natürlich je nach Wetterlage immer, ne? Ist halt immer abhängig davon. Jedenfalls mächtig interessant und ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Ich halte euch immer auf dem Laufenden. Das sind die aktuellen Zahlen momentan. Ganz interessant, glaube ich, was da immer dabei rumkommt. Ich werde natürlich noch mehrere Sachen errechnen, bloß ich habe ja schon mal gesagt, das macht erst Sinn, wenn der Solartest ein bisschen länger läuft. Ja, Leute, so schaut's aus bei unserem Solartest. So ging es die letzten paar Tage weiter und wir verfolgen das natürlich, denn ich habe ja vor, das wisst ihr ja, den längsten Solartest zu machen mit 365 Tage einmal rund um die Uhr, damit wir genau wissen, wann, was für Ertrag, wo, mit welcher Platte, wie erzielt wurde, um letztlich zu sagen, das ist cool, das ist für dich cool, das ist für dich gut und so weiter und so fort. Nochmal ganz kurz als Erinnerung, ich mache den Solartest hier nur für mich, euch natürlich mitzunehmen. Das sind alles handelsübliche Platten, das sind Platten, klar, WCS, da sind wir Premium-Partner, die dürfen wir auch testen, beziehungsweise die anderen Platten sind handelsübliche Platten, die gibt es überall zu kaufen. Da hat sich keiner irgendwelcher Platte zu eigen gemacht, hat die erfunden oder hat die dementsprechend gebaut. Weder die Sunpower noch sonst irgendeine Platte ist Eigentum von irgendjemandem, sondern von der Firma Sunpower und die Büttner von der Firma Büttner, die WCS von der Firma WCS und JWS von der Firma JWS und bla bla bla. Also, und wir testen das einfach nur für uns, weil wir einfach durch richtige Beratung, durch konkrete Aussagen, welche denn letztlich für welchen Zweck mit die besten Platten sind, und das ist genau der aktuelle Grund, warum ich diesen Test mache und warum ich den natürlich durchziehe, weil ich euch dadurch bei der Bedarfsanalyse mit der richtigen Platte beraten möchte und ja, darum machen wir das Ganze. Ich bin ein bisschen überrascht über die Zahlen, also ich finde es richtig klasse, so ein Test, weil das verrät ja immer schon einiges. Und ich freue mich da auch schon richtig drauf, wenn es wieder weitergeht, wenn es jetzt mal richtig wärmer wird, weil aktuell haben wir ja immer noch Temperaturen, wo man sagt, okay, ist ja noch nicht richtig heiß. So, was passiert denn effektiv, wenn es richtig heiß wird, wenn es richtig mit 30 Grad im Schatten da drauf brodelt? Welche Platte ist dann gut? Also da werden nur ganz viele Situationen sein, wo ich mich richtig drauf freue, um festzustellen, was denn effektiv wirklich gut ist oder beziehungsweise für was es gut ist oder welche Platte hat welche Erträge. Sehr spannendes Thema und darauf freue ich mich richtig gut. Natürlich auch über die Solartasche, die noch hinzukommt. Da bin ich auch richtig gespannt, was die macht. Aber ich denke, auch da werden wir überrascht sein. Ich habe da nämlich so eine kleine Vermutung, aber das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist und wenn wir darüber das nächste Video machen. Ja, Leute, jetzt ich wünsche euch herzlichst gute, frohe Ostern. Genießt noch den Sonntag, genießt noch den Montag, Ostermontag. So ein bisschen, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen entspannen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Zeit, um Ruhe zu finden und dementsprechend es euch gut gehen zu lassen. Viele Camper sind unterwegs. Hier in Dingesbühl haben wir einen neuen Campingplatz. Wir haben keinen neuen Campingplatz, sondern unser Campingplatz wurde neu auferlebt und sind neue Pächter drauf, beziehungsweise neue Betreiber.
die das super, super geil machen. Da ist gerade ausgebucht und die Hölle los zu Ostern. Richtig schön, Familien mit Kindern und Ostereier suchen und also richtig tolle Sache, ist auf Instagram zu verfolgen. Und ja, viele von euch sind unterwegs, habt noch Spaß. Viele sind daheim und genießen die Ruhe, den Garten, das schöne Wetter und gehen spazieren, auch schön. Und das Gleiche werde ich tun noch gar. Und in dem Sinn wünsche ich euch noch schöne Tage und wir sehen uns wieder kommende Woche auf dem Kanal. Wenn ihr Lust habt, schreibt in die Kommentare fleißig die Anregungen. Da freue ich mich drauf. Über einen Daumen hoch, natürlich genauso wie über ein Abo. Und wenn ihr ganz verrückt seid, dann drückt doch nur die Klingel, weil dann verpasst ihr nichts mehr von mir. Ich sage, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Schöne Grüße aus Dingisbühl. Ciao, ciao.